Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es für euch eine ganz besondere Rezension, denn ich musste Ewigkeiten warten, bis ich euch von diesem Buch erzählen durfte. Und heute ist es endlich soweit, denn heute erscheint dieses Buch. Ich habe nämlich ein Vorab-Exemplar vom Königskinder Verlag zur Verfügung gestellt bekommen oder zugeschickt bekommen. Und es war so schwierig, während des Lesens und nach dem Lesen niemanden davon erzählen zu dürfen und es nicht überall rumschreien zu dürfen, wie cool ich dieses Buch fand. Jetzt kommt wieder meine Katze an, denn das macht sie jedes Mal, wenn ich drehe und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, du bist süß. Ich weiß, du bist süß. Aber es nervt. Wenn ihr das hier seht, laufe ich wahrscheinlich gerade gestresst über die Buchmesse und ich würde mich natürlich sehr freuen, einige von euch da zu treffen. Also, wenn ihr mich seht, dann labert mich gerne an. Ich freue mich immer darüber. Heute macht Maggie die Rezension. So, jetzt habe ich euch das Buch noch gar nicht gezeigt. Es handelt sich nämlich um Kavaliersreise von Mackenzie Lee. Und das hier ist so eine Vorab-Leseausgabe. Also in echt ist das eigentlich ein Hardcover und sieht nicht so zerschrammelt aus, wie es bei mir aussieht. Worum geht es eigentlich in diesem Buch? Wir folgen in diesem Buch einem jungen Mann namens Sir Henry Montagu, der von allen eigentlich nur Monty genannt wird, vor allem von seinen Freunden. Henry ist der Sohn eines Lords im England des 18. Jahrhunderts, also wir haben für ein Jugendbuch schon mal einen recht ungewöhnlichen Schauplatz. Konfliktpotenzial bietet die Tatsache, dass Monty in seinen besten Freund Percy verliebt ist. Ganz enge Männerfreundschaften waren damals ziemlich normal, allerdings war Homosexualität ja als Geisteskrankheit oder Krankheit allgemein verschrien und verboten, sodass er natürlich Hemmungen hat, seinem besten Freund Percy das zu gestehen. Und davon handelt auch ein Großteil dieses Buches. Montys Vater, ein Lord, würde diese Verbindung natürlich niemals billigen. Nicht nur, weil Homosexualität strafbar ist, sondern auch, weil sie natürlich die Nachfolge antreten soll. Ein weiterer Punkt, der nicht gerne gesehen wird im 18. Jahrhundert, ist die Tatsache, dass Percy farbig ist. Denn seine Mutter kommt aus einer englischen Kolonie und er ist in England zwar geduldet, aber wird nicht sonderlich hoch angesehen. Das ist also die Ausgangssituation. Wir haben Monty, wir haben Percy, wir haben Montys Vater, der sehr streng ist und wir haben den Titel des Buches, nämlich Kavaliersreise. Es war damals üblich, dass junge Männer eine Bildungsreise nach Europa unternehmen für mehrere Wochen, dass sie so die kulturellen Hochburgen Europas besuchen, also Paris, Rom und so weiter. Und das ist genau das, was Percy und Monty in diesem Buch vorhaben. Zu Beginn der Reise, die zunächst einmal nach Frankreich führt, ist auch Montys Schwester Felicity dabei, die eigentlich zunächst ziemlich unsympathisch rüberkommt. Die ist sehr mürrisch und still und liest eigentlich die ganze Zeit nur und redet nicht wirklich gerne mit ihrem Bruder. Ja, und mehr erzähle ich euch, glaube ich, gar nicht von der Situation, die wir am Anfang haben, denn das Buch lebt wirklich von diesen verrückten Sachen, die passieren. Und das muss man wirklich nun mal selber lesen. Ich mochte das Buch wirklich gerne. Es ist mir allerdings ein bisschen zu sehr in eine Abenteuerroman-Richtung abgedriftet. Ich habe ein bisschen was anderes davon erwartet. Dadurch hat es von mir 4 Sterne bekommen und nicht 5. Aber es hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen, vor allem, weil ich die Figuren so ins Herz geschlossen habe. Und da allen voran Monty. Ich lese euch mal ganz kurz 1, 2 Sätze aus dem Klappentext vor, die wirklich sehr gut beschreiben, wie Monty so ist. Irgendwie ist er immer in eine Tändelei verwickelt oder betrunken oder zur falschen Zeit am falschen Ort, nackt. Also ich fand's wirklich, das Buch hat so viel Humor und Sprachwitz und man steckt in Montys Kopf und er denkt einfach die aberwitzigsten Sachen. Es macht einfach unheimlich viel Spaß, das zu lesen und die Welt durch Montys Augen zu entdecken. Es ist nämlich in der Ich-Perspektive aus Montys Sicht geschrieben. Es geht um Schätze, es geht um Skandale am Hof, es geht um Piraten, es geht um Mythen, um Krankheiten, um Ungerechtigkeit, um Emanzipation, aber natürlich auch zu einem großen Teil um Freundschaft und auch um Liebe.
Wenn man das erste Kapitel liest, könnte man sich eventuell ein bisschen erschrecken, aber ich kann euch beruhigen oder euch vorwarnen oder wie auch immer. Es ist kein New Adult Buch. Es geht zwar schon einige Male um Sex, allerdings nicht explizit. Der Schreibstil ist locker und witzig und flockig und lebt einfach davon, dass wir in Montys Kopf stecken. Er ist natürlich nicht zu 100% authentisch, was das 18. Jahrhundert angeht, aber da es ein Jugendbuch ist, konnte ich darüber hinwegsehen. Ja, am besten gefallen haben mir wirklich die Figuren. Ich habe sogar schon ein paar Mal von diesem Buch bzw. von den Figuren dieses Buches geträumt, dass ich irgendwas mit denen unternehme. So sehr sind die für mich irgendwie wahr geworden und greifbar geworden. Also das war wirklich der stärkste Aspekt dieses Buches. Wie gesagt, hat mir der Ablauf der Geschichte nicht zu 100% gefallen, deswegen habe ich 4 Sterne vergeben. Auch der kleine fantastische Aspekt, der am Ende noch irgendwie reinspielt, auch nur ganz kurz, aber es ist nun mal ein fantastischer Aspekt, der hätte für mich persönlich nicht sein müssen, das hat mir nicht so zu 100% gefallen, aber es hat dem Spaß am Lesen auch keinen Abbruch getan. Ich glaube auch, dass diese Art von Roman etwas Neues auf dem Jugendbuchmarkt ist, also wenn ihr gelangweilt seid von den immer gleichen Strukturen in Jugendbüchern, dann kann ich euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, weil es wirklich was richtig Frisches und Neues ist. Vielleicht stößt das Buch ja sogar einen kleinen Trend an. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Ja, ich hoffe, dass das Buch auch irgendwann in seiner endgültigen Hardcover-Version in meinem Regal stehen wird. Bis dahin werde ich diese Version natürlich in Ehren halten. Die werde ich auch weiterhin behalten, so ist es nicht. Aber ich hoffe einfach, dass ich irgendwann die wunderschöne Hardcover-Version habe, die ich dann auch nochmal lesen werde. Und ich hoffe, dass ich euch neugierig machen konnte auf dieses schöne Buch und dass ihr euch vielleicht mal mehr dazu durchlest. Ich werde euch die Links alle in die Infobox packen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns vielleicht auf der Buchmesse sehen, denn ich bin das ganze Wochenende noch da. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen!